Hallo, liebe Beate, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen und etwas miteinander sprechen über das Tempeltraining. Und ja, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, es ist mehr über 10 Jahre her, wo wir uns im Neunmonatsprogramm mit Shamili kennengelernt haben. Und wir haben auch schon so viele Programme zusammen assistiert und du oder du warst in meinem Team und auch im Neunmonatsprogramm, aber darüber möchte ich jetzt heute nicht sprechen, weil sonst geht es ganz lang. Ich würde gerne mit dir sprechen über das Tempeltraining und du leitest ja auch, du hast dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum, du leitest seit 10 Jahren Tempel in Hamburg. Und ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren und auch deine Geschichte, wie du überhaupt in diese Tempelarbeit eingetreten bist. Was viele vielleicht noch gar nicht wissen. So, vielleicht magst du ein bisschen teilen, was dich denn überhaupt gerufen hat, in das Tempeltraining zu gehen. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber, was wir alles lernen im Tempeltraining. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir gerade heute darüber sprechen. Und es ist jetzt 10 Jahre her und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht vor, das Tempeltraining zu absolvieren. Oder ich habe Shamili kennengelernt 2012 in Hamburg und sie war zu einem Wochenendseminar dort. Und oh, mein Herz war damals so berührt. Und dann habe ich gedacht, oh, ich möchte nach Korfu, weil ich muss unbedingt wissen, ob ich sie gut verstehe und ob ich das dann in englischer Sprache alles kann. Und dann habe ich geguckt im Kalender, was gibt es denn noch? Und als nächstes gab es das Tempeltraining damals am Chiming. Und dann habe ich gedacht, da fahre ich hin und bin hingefahren mit der Ausrichtung, verstehe ich sie gut, kann ich das alles gut? Und bin dann da so eingetaucht. Und das ist ein fünftägiges Programm und ich war mir ganz sicher, also einen Tempel anleiten möchte ich vor Ort auf gar keinen Fall und ich mache das einfach so mit und guck mal. Und dann bin ich da so jeden Tag ein bisschen weiter und dann habe ich auch die ersten Tempel, die dann angeboten wurden von den anderen Frauen schon mitgemacht und am letzten Tag, am allerletzten Tag, fragte Shamili dann noch, und wer möchte denn jetzt noch den letzten Tempel gestalten? Und mein Arm war so schnell oben und ich Und dann war klar, ja, das möchte ich unbedingt. Und wir waren dann zu viert. Und ich weiß auch noch genau, welche Übung ich angeleitet habe, wie sich das angefühlt hat. Und dann war das Programm zu Ende. Und bis nach Hamburg zu fahren, braucht einige Stunden mit der Bahn. Ich habe mir das Tempelhandbuch gekauft und ich habe sofort angefangen, in der Bahn zu lesen. Das war die kürzeste Bahnfahrt überhaupt. Und ich bin nach Hamburg gefahren. Und ich wusste, ich habe das sofort machen wollen. Also in mir war da so eine Dringlichkeit. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgekehrt. Und ich glaube, 3 Wochen später haben wir den ersten zu Beltane, den ersten Frauentempel angeboten. Und ich habe meine Freundin Gabi damals getroffen auf der Straße. Und ich habe ihr davon erzählt. Und dann hat sie gesagt, oh, wenn du wirklich einen Tempel machst, dann komme ich. Und dann habe ich gesagt, lass uns das zusammentun. Und ja, und dann haben wir sofort Tempel angeboten und haben das 6 Jahre zusammen getan. Und also das Tempeltraining ist etwas in meinem Leben gewesen, was wie plötzlich da war und mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, komm, das musst du jetzt tun. Und ich habe das sofort umgesetzt. Das ist mit allen Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, nicht so gewesen. Wenn ich dich so sprechen höre vom Tempeltraining und ich habe jetzt auch, oder ich unterrichte jetzt, glaube ich, seit 7 Jahren das Tempeltraining. Und etwas, was mich so inspiriert und auch immer wieder von Neuem mir so viel Freude bereitet, ist so etwas Lebendiges. Auch, also die verschiedenen Tools, die wir da natürlich lernen, wie wir Tempel gestalten, aber in sich, ist das etwas, was die ganze Zeit eben auch in Bewegung ist. Und wir tauschen uns ja auch oft auch aus darüber, über die Tempelarbeit und wie. Und darüber würde ich auch gerne ein bisschen mit dir sprechen. Weißt du, wenn du
Auch über all die Jahre, die du schon Tempel anleitest, wie war das denn vielleicht zu Anfang? Also natürlich gehst du ins Tempeltraining und dann lernen wir da die verschiedenen Tools und eben auch, wie man einen Tempel gestalten kann, aber dann eben einzutauchen und das in dieses Feld von diesem lebenden, atmenden Kreis der Frauen, das ist dann nochmal was anderes. Vielleicht sprechen wir ein bisschen darüber, wie es dir so ganz zu Beginn gegangen ist, also was du deinen ersten oder die ersten Tempel geleitet hast. Ich erinnere mich auch gerade an dieses Gefühl, ich war halt aufgeregt oder wir waren aufgeregt und wir hatten so ein bisschen die Aufteilung auch. Gabi hat sich um die Musik gekümmert und ich habe dann eher auch den Tempel eröffnet und das Ankommen im Körper. Und ich hatte oft das Gefühl, heute weiß ich wirklich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also ich weiß gar nicht, wie geht das nochmal mit dem Ankommen im Körper und wie begrüße ich? Und da gibt es dieses Gefühl, und ich glaube, das kennst du auch genauso. Es ist wie so, als würde ich mich, wie es in einigen Städten, die es Straßenbahn gibt, da gibt es diese Verbindung, du klingst dich irgendwie wie oben ein. Und dann habe ich das Gefühl, es geschieht durch mich. Also die Worte kommen dann von ganz alleine und ich kann mir das gar nicht vorher denken. Es spricht dann in mir. Und so habe ich auch, wenn du jetzt gerade den ersten Tempel oder die ersten Tempel ansprichst, da erinnere ich mich an eine Situation. Im allerersten Tempel haben wir auch die Übung des Rückenausstreichens und des Ankommens gemeinsam im Raum und eine Schwester dabei zu begleiten, hier anzukommen. Und dann kam die Frage als erstes oder auch wie so ein Entsetzen. Ich kann doch jetzt keinen fremden Menschen anfassen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, oh, gleich im ersten Moment bekomme ich diese Herausforderung. Und auch da war das, wie handle ich denn jetzt? Und was tue ich denn, dass ich für alle und für sie selbst auch und für mich auch einen sicheren Raum gestalte? Und ich weiß noch, ich bin dann aufgestanden und habe mich hinter sie gesetzt und habe gesagt, guck mal, ich lege meine Hände auf deinen Rücken und wenn sich das für dich gerade gut anfühlt und wenn du damit sein kannst und entspannt bist, dann leg mal deine Hände auf ihren Rücken und dann dieses Gefühl, dass ich kann mich damit noch wie heute daran erinnern, wie das Ganze, ihr ganzer Körper ausatmen konnte und entspannt war und sich fallen lassen konnte und dass das diese Brücke gebraucht hat. Und dann war da die Musik und alle anderen waren auch da. Und auch ich bin so dankbar dafür, dass sie dem auch Raum gegeben hat und nicht einfach über ihre Grenze gegangen ist, sondern sich darin gezeigt hat und gesagt hat, hier weiß ich gerade nicht weiter. Und das ist es im Tempel, das gibt es öfter, die Situation, wo wir können entweder eine Frage stellen oder wir können sagen, das kann ich gerade nicht tun. Und dem Ausdruck zu geben und dann zu merken, ah, da gibt es etwas in mir, was jetzt gerade nicht weiß, wie setze ich das um, wie traue ich mich das? Und das ist großartig, dem Raum zu geben, für alle oder für mich selbst eben auch. Und da auf einmal dann, dass mein Körper sich entspannt, mein Nervensystem sich entspannt und in diese Begegnung zu gehen. Und auch, also das eben auch dann die Erfahrung zu machen, das ist gar keine fremde Frau, das ist wirklich eine Schwester. Und da ist auf einmal dann so viel Nähe, die erfahre ich eben auch, wenn ich in den Tempel gehe, dass da so viel Nähe auf einmal ist. Und das fühlt sich an, als würden wir uns schon ewig kennen. Diese Räume, bietet der Tempel ja auch. Ich fand das gerade total schön, auch was du geteilt hast, wie du mit dieser Situation umgegangen bist. Etwas oder eines unserer wichtigsten Tools ist ja die respektvolle Berührung. Und wir lernen ja auch im Tempeltraining eben, wie wir Räume dafür gestalten, wie wir sichere Räume halten und wie wir das einführen, auch wie wir darüber sprechen, welche Übungen wir machen. Und eines, was ganz, ganz wichtig ist, auch im Tempeltraining geht es ja sehr darum, es ist also ein Mix aus
Theorie und Praxis, wie wichtig die eigene Praxis ist. Und das ist ja auch etwas, was dazugehört, was wir lernen, auch was Berührung betrifft, wie wir berühren. Wir üben diese verschiedenen Arten von Berührung. Und da geht es auch nicht mehr so, es geht nicht mal so darum, um eine Technik. Im Gegenteil, ich sage dann ja immer, wenn du eine Technik erlernt hast, dann vergiss jetzt mal diese Technik. Und es ist im Grunde genommen genau das, was du in dieser Situation da getan hast, dass du einfach mal die Hände auf die Schultern legst, weil du selber diese Erfahrung gemacht hast, wie sich das anfühlt in deinem Körper. Und dann beginnst du von dort aus einander zu begegnen. Es ist so, als ob du auf eine viel tiefer liegende, also ein viel tiefer liegendes Wissen einen Zugang bekommst. Das ist total schön. Und natürlich ist das Ganze, die ganze Struktur rundherum, ist auch notwendig, damit eben solche Räume sich entfalten können. Und ich glaube auch gerade so eine Situation, wie du sie geschildert hast, wenn du selbst so tief in dieser Erfahrung eingetaucht bist, dann gibt dir das auch ein Vertrauen, weil du weißt, wo diese Übungen dich hinführen können. Gibt es denn sonst noch oder etwas, was du... Ja, oder erzähl doch mal noch ein bisschen, oder was waren die Herausforderungen? Und wo du dich erinnert hast. Und es ist ja einfach, darüber zu sprechen, weil du machst seit 10 Jahren den Tempel. Natürlich ist das Vertrauen über all die Jahre, die Erfahrungen, die du gesammelt hast über all die Jahre, ist ja tief in deinem Körper, in deinen Zellen verankert. Doch was würdest du sagen, was so auch in der Anfangszeit einfach was herausfordernd war und wie du dann dich erinnert hast und was du da daraus gemacht hast. Ich glaube, ich könnte ganz lange drüber sprechen, aber eins, was als erstes gerade kommt, ist, wenn du auch im Tempeltraining oder Shamali eben damals auch erwähnt hast, hab keine Angst vor Wiederholung. Dass ich dann oft den Anspruch an mich hatte, jetzt muss ich aber heute mal was Richtiges bieten. Ich kann doch nicht immer wieder die gleichen Worte benutzen. Ich muss doch heute mal anders sprechen und im Laufe der Jahre oder so zurückblicken zu merken, dass diese Wiederholung, also auch an den Körpern zu sehen, wie der Körper erinnert sich und dann rutscht er mit der nächstkommenden Frage oder so an einen Ort, wo er sich wirklich nicht hindenken kann und du sprichst etwas aus, was nicht gewesen ist und aufgrund der Wiederholung oder dass das System schon weiß, ah, jetzt sind wir da oder ich muss auch nichts tun, sondern ich halte den Raum für eine Schwester und mein Herz ist wirklich so weit wie der Himmel. Das entspannt mich und damit kann ich auch im Gegenüber ich habe keine Erwartungen und die Frau ist frei zu teilen aus ihrem Herzen heraus. Und das ist oft etwas, wo ich am Anfang noch gedacht habe, wie mache ich das jetzt? Und dann ist es vielleicht langweilig oder so. Und eben mit auch zu spüren, wenn ich damit ganz selbstverständlich und natürlich umgehe, dass das auch den Raum ermöglicht, dass die Frauen ganz natürlich in eine Situation kommen, wo die eine raumhaltend ist und die andere tief tauchen kann. So zu spüren, was das für einen Unterschied macht, wenn ich entspannt damit bin und nicht denke, ich muss jetzt hier ein Programm leisten, sondern ich sitze wirklich und bin im Vertrauen, alles darf sein. Und ich sage immer wieder, ja, im Grunde genommen immer wieder dasselbe. Und dass das eben diesen großen, weiten Raum ermöglicht, das ist von unterschiedlichen Punkten zu betrachten und was das für ein Riesengeschenk ist, darauf zu vertrauen. Das ist eins, was für mich herausfordernd war. Die Musik war auch herausfordernd oder welche Musik macht welche Stimmung und auch da zu spüren, dass Wiederholungen manchmal gut sind oder auch
in den Übungen, wenn drei Frauen praktizieren, wann wiederhole ich oder wann nehme ich andere Musik, und auch da im Vertrauen zu sein, dreimal das gleiche Lied zu spielen. Da, ja, das, also damit da ein Gefühl zu bekommen. Für mich persönlich war herausfordernd, wenn ich einlade und auch verbindlich einlade, dass es dann noch Frauen gibt, die ganz kurzfristig absagen. Wie gehe ich mit der Absage um? Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel Übungen zu dritt geplant habe oder zu zweit und wir sind dann in einer ungeraden Zahl, oder also das damit auch eine Flexibilität zu haben und das auch nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, so ist es gerade, und dass wir immer im Kreis so zusammenkommen, wie es gerade, also dass die Göttin sich dabei was denkt, so wie wir heute zusammenkommen und wie wir diesen Raum zusammen kreieren. Und wir hatten das gerade zum Anfang, wirklich sehr berührende Momente. Wir hatten, haben gedacht, oh, Freudetempel oder irgendwie so. Und dann haben sich zwei Frauen angemeldet, die uns auch noch unbekannt waren. Und dann haben die Dinge geteilt, wo wir überhaupt nicht das gemacht haben, was wir geplant haben, sondern sie haben Dinge aus ihren Herzen geteilt, die so berührend waren. Und ich habe diese Frauen, oder wir haben diese Frauen danach nie wieder gesehen. Und auch für das Ungewisse Raum zu halten und dass das so heilsam ist, das habe ich auch lernen dürfen in den Jahren. Und in was denke ich mir, wie dieser Raum zu sein hat, der sich selbst kreiert und seine Wahrheit selbst weiß, das habe ich auch lernen dürfen. Und auch dieses Gefühl von, also eine Schwester, die seit vielen Jahren auch kommt, die saß irgendwann mal in einem Kreis und sagte so, ich muss unbedingt teilen. Ich habe da dieses Gefühl von, heute kann ich Schwester sagen. Heute kann ich das fühlen, was das bedeutet. Und ja, und auch, was mich auch sehr berührt, auch gerade am letzten Samstag im Tempel, ist so, dass die jüngste Schwester, die zum Teil mit dabei war, war 6 Monate. Also eine Schwester hat ihre Tochter mit dabei gehabt. Und dann auch Frauen, die einfach weit über, also älter sind, wirklich. Und was das, wie heilsam das ist, wenn unterschiedliche Generationen zusammenkommen, oder wie heilsam das für uns ist, dass der Wunsch in unserem Herzen, die Mutter, die vielleicht nie da war, oder die Großmutter, oder es erinnert sich, was da neben den Übungen, was das bedeutet, wenn jedes Alter willkommen ist und die gleiche Sprache oder dann die Herzen von dem gleichen Raum aussprechen, zu spüren, wie heilsam das ist, ja. Und was würdest du denn sagen, weißt du, wie hat sich das für dich entwickelt? Also die damals, wie du das Tempeltraining gemacht hast und all das, oder die Technik gelernt hast, und was würdest du sagen, wie hat sich das über die Jahre in deine Tempelarbeit eingewebt, oder auf was konntest du zurückgreifen? Also das Tempeltraining hat mit mir persönlich gemacht, dass ich, und auch gerade jetzt, also nach diesen 10 Jahren, ist mir das nochmal so klar geworden, dass die Göttin mich damals schon an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, komm, komm. Und ich merke, dass es mich wirklich einlädt, ich selbst auch zu sein, in dem Tempel mich selbst. Also mein Innerstes nach außen zu kehren und mich da drin, also während ich den Raum halte, spüre ich halt meine Praxis da drin ist, so wie dieses, komm, komm, halt dich nicht zurück, komm, komm, zeig dich ganz, wie du bist. Und gerade letztes Wochenende habe ich so gemerkt, das ist für mich die, ich halte, oder wir haben so oft das, wie können wir denn
eine bessere Welt kreieren? Wie können wir dienen? Wie können wir, dass wir in einem friedlichen, gesunden Raum leben, dass Mutter Erde heilt? Und wie können wir die in diesen unseren Platz da drin einnehmen? Und ich merke, also mein größter Wunsch ist da drin, diesen Raum zu halten, dass wir in die Verantwortung gehen können. Dass jede ihre Wahrheit sprechen kann im Kreis, und da gibt es keine Diskussion, und es fällt an den Ort, und ich merke mehr und mehr, wie das in mir aufsteigt, was ich zu schenken habe, der Welt zu schenken habe, was meins da drin ist. Und das hat mich, das habe ich gar nicht, ich habe immer gedacht, ah, ich gebe Tempel, und das ist wie, ja, es ist auch ein, also wirklich auch ein wichtiger Raum zu üben. Ich gebe sonst, das ist mir sehr vertraut. Wie geht es auch zu empfangen? Und das habe ich oft gedacht. Und jetzt merke ich, dass, ah, das gibt diese, in unser Herzen zu fühlen, wo wir Verantwortung übernehmen wollen, das auch für uns herauszukristallisieren. Das ist meins, was ich in die Welt geben möchte. Und wie tue ich das? Und wie traue ich mich das auch? Hatte ich auch gestern gerade mit einer Schwester ein Telefonat, zu merken, mich nicht zurückzuhalten mit dem, was in meinem Herzen ist, und nicht die Konzepte, die es im Außen schon gibt, wie ich ein Thema, was im Außen bewegt wird, wie kann ich das individuell bewegen? Und damit dann habe ich mein Geschenk in die Welt bringen. So schön, Beate. Ich ehre so sehr das, was durch dich in die Welt kommt. Und es ist mir auch so eine große Freude, dass du wirst auch das Team leiten im Tempeltraining und auch im neuen Monatsprogramm. Und auch, aber was ich jetzt noch gerne ansprechen möchte, ganz kurz, ist, wenn jemand dich sucht. Also Beate leitet Tempel, hat ihren Tempel in Hamburg, und du bist nicht so sichtbar auf den ersten Moment. Du hast so auch dein eigenes Marketing. Also wir sprechen im Tempeltraining auch über Marketing, und da geht es eben auch darum, dass man so seinen Weg und auch was du jetzt gerade gesagt hast, du dich selbst zu sein, da wo deine Freude dich hinführt. Also wenn man mit Beate praktizieren möchte oder in ihren Tempel gehen möchte, dann gibt es auf jeden Fall die Website, wo man Kontakt aufnehmen kann. Und vielleicht sprichst du noch ein bisschen darüber, wie du denn einlädst, wie du so deinen Weg gefunden hast, was dir Freude bereitet. Also früher hatten wir eine E-Mail-Liste und haben über E-Mails eingeladen, und als Gabi dann den Tempel verlassen hat, habe ich mich, ich setze mich oft einfach nur hin und stelle mir vor, wie ist das Thema, und dann sage ich, hey, komm, komm. Und es gibt eine Telegram-Gruppe, aber ganz ehrlich, ich schreibe die Frauen auch persönlich an, jede einzelne Schwester, und sagt, hey, ist das Tempel, kommst du? Und es gibt halt schon auch die Jahrestermine. Zum Anfang des Jahres gebe ich alle Termine der Tempel bekannt, und viele wissen das dann auch und kommen auf mich zu und fragen. Ja, und ich rufe im Grunde genommen, setze mich hin und stelle mir vor, worüber, welchen Raum möchte ich gerne öffnen. Und wir sind Schwestern, die kommen seit Jahren schon zusammen. Und so habe ich immer auch gedacht, ach, ob ich jetzt auf Facebook oder Instagram poste. Und manchmal denke ich auch, ja, es ist auch schön, das zu tun. Und oftmals ist es mir zu viel, auch diese Informationen so aufzunehmen. Und ich bewege es. Und Dann wer komme ich weiß. zu sagen, Werte, du solltest sichtbarer sein. Ja, es gibt auch so schöne Fotos, und es gibt auch so schöne Aussprüche. Also es ist auch wirklich, ja, ich werde es bewegen. Vielen, vielen Dank, liebe Beate.
Ja, sehr schön und ich freue mich sehr auf das Tempeltraining und auch auf die unterschiedlichsten Arten der Tempel, die wir miteinander als Schwestern in die Welt bringen. Da freue ich mich sehr drauf und gebe bald los. Ja. Danke, danke, danke.